diesem Motto fand im Floridsdorfer Karlsheizhof ein kleines Willkommensfest im Rahmen der Eröffnung einer Psychotherapie-Gemeinschaftspraxis statt. Bei Brötchen, Getränken, traumhaftem Wetter und guter Stimmung gab es ein gemütliches Kennenlernen zwischen dem Praxisteam, den Mietern und den Mieterbeiräten. Ja, wir sind bei einer Eröffnung oder Willkommensfeier, kann man eher sagen, einer Psychopraxis, psychotherapeutischen Praxis. Ja, es ist für alle Altersgruppen, was ich mitbekommen habe. Wo liegt, gibt es einen Schwerpunkt? Also ich glaube, der Schwerpunkt ist nicht wirklich, es ist das Leiden und ist die Belastung. Ja. Der Schwerpunkt ist das Leiden. Ja. Ein Mensch, der glaubt, er ist überfordert mit seinen aktuellen Lebensthemen, das kann eine Krankheit sein, wie eine Depression, eine Panikattacke, eine Essstörung, kann aber genauso einfach eine herausfordernde Lebenssituation wie eine plötzliche Trennung, ein Todesfall oder ähnliches sein. Und wenn dieser Mensch das Gefühl hat, er oder sie kommt nicht mehr selbst raus, dann können wir angerufen werden und versuchen unser Bestmögliches, um zu helfen. Und zusätzlich von den Altersgruppen arbeite ich ab dem Jugendalter und die Kollegin auch mit Kindern jeden Alters oder ab 7 so in etwa. Jetzt zu den Kindern, wo liegen da die Schwerpunkte, kann man da irgendwie sagen? Ja, ist auch eigentlich alles gemischt, aber mein Schwerpunkt liegt bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Also zu 80% habe ich mit Traumapatienten zu tun. Und ansonsten ist eigentlich alles dabei, soziale Phobie ist dabei, Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Genau. Jetzt zwar Corona, man ist es noch immer, aber die Folgen von Corona merkt man, glaube ich, auch in der Psychotherapie. Ja, also was zu bemerken ist, den Menschen, denen es ohnehin schon schlecht gegangen ist, denen geht es jetzt teilweise noch mehr schlecht, quasi als zusätzliche Belastung dazugekommen. Und viele Menschen sind auch verunsichert und haben Ängste. Ja, das äußert sich dann zum Teil in so Diskussionen wie Impfen oder nicht, die natürlich eine Gesellschaft spalten, die Freundesgruppen, Familien spalten und das wird auch als zusätzliche Last erlebt. Kann man sagen, gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich sage, jetzt gehe ich zur Psychotherapie oder muss man da Angst haben und sagen, nein, es ist nicht notwendig? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich schätze, das ist total unterschiedlich und individuell. Aber so, dass ich jetzt sage, es ist jetzt dieser Punkt da. Ich glaube, es ist der Punkt, wo ich weiß, persönlich geht es in meinem Leben einfach nicht weiter ohne Unterstützung. Wo ich das merke, wo vielleicht auch mein Umfeld mich darauf aufmerksam macht. Aber jetzt, wo wirklich der Punkt ist, kann man jetzt nicht so genau sagen. Wobei, ich glaube, das gilt wie bei allen, lieber früher wie zu spät, weil je früher man natürlich die Hilfe aufsucht. Jetzt, Psychotherapie ist praktisch ohne Medikamente. Genau, ja. Genau, also wir heilen mit Worten über die Beziehung, so kann man das sagen. Und über Spiel natürlich auch, weil wir uns unseren Schwerpunkt eben in der psychodrama-humanistischen Therapie haben. Genau. Wobei jetzt Medikamente nicht ganz ausgeschlossen werden. Also wir arbeiten ja auch mit Psychiatern zusammen, mit Diagnostikerinnen. Und wenn da jetzt eine medikamentöse Behandlung notwendig ist als Unterstützung, dann wird das auch angenommen. Ja. Jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage. Ich wohne da in der Gegend oder ich denke mir, das ist ein total sympathisch, ich möchte zu euch kommen. Wie komme ich her, wie funktioniert das? Also die einfachste Variante ist sicher eine E-Mail zu schreiben oder uns anzurufen. Ja. Die Kontaktdaten werden dann vielleicht auch noch eingeblendet. Das ist die einfachste Variante und man sagt immer, am Anfang gibt es ein Erstgespräch. Das ist völlig unverbindlich. Ja. Das heißt, da prüfen wir als Therapeutin, als Therapeut, ob wir glauben, behilflich sein zu können. Und die zu uns kommen, schauen, fühlen sie sich wohl, können sie uns vertrauen, haben sie den Eindruck, sie wollen die Begleitung durch uns haben und ähnliches. Und im Erstgespräch einigt man sich dann auf die anderen Rahmenbedingungen, wie oft man kommt, was zu erwarten ist an Dauer und ähnliches. So.
Was mich wahnsinnig interessiert, es ist ja ein Job, wo man immer mit menschlichen Schicksalen zu tun hat. Jetzt, ich weiß, dass man immer etwas ein bisschen hängen bleibt. Wie erdet man sich dagegen? Was macht man da? Sport. Ja, also ein Ausgleich im privaten Leben ist natürlich sehr wichtig. Und wenn ich da auch was sagen darf, bei mir sieht man ja, dass ich jetzt nicht so die Sportskanone bin, sozusagen. Für mich ist dann andere Möglichkeiten zu entspannen. Also ein Ritual zum Beispiel ist, ich wechsle immer das Gewand, wenn ich nach Hause komme, um das auch zu markieren, dass ich jetzt im Privatleben bin, und eine heiße Badewanne einlassen, dabei ein Buch lesen oder mal eine Serie schauen, einfach bewusst mit was anderem beschäftigen, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Alles klar. Gut, ja, dann sage ich recht herzlichen Dank. Es war ein kleiner Einblick. Wer einen Psychotherapeuten braucht, kann sich an euch wenden, und braucht es auch nicht genieren, wenn es nicht notwendig ist. Ihr sagt es dem See Bescheid, oder ihr. Genau, danke. Gerne. TV 21 Austria. Einfach anders.